Kumbhirasana, der Hai oder auch der Krokodil, ist die Bezeichnung für zwei ganz verschiedene Asanas. Zum einen Garote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas nennt es eine sitzende Stellung, ansonsten ist Kumbhirasana eine andere Bezeichnung für liegende Makarasana oder auch Nakrasana. Elena zeigt beide Variationen. Zunächst setze dich gerade hin, gib einen Fuß auf den anderen oder ein Bein auf den anderen und gib dann die Hände auf den Kopf. Halte den Kopf gerade und bleibe eine Weile ruhig. Garote in seinem Buch schreibt, bleib ruhig wie ein Gefäß. Eventuell leitet er Kumbhirasana von Kumbha ab, was Gefäß heißt. Aber Kumbhirasana ist eigentlich eine Krokodilsstellung und es gibt viele Asanas, die als Krokodilsstellung bezeichnet werden. Am bekanntesten ist das auf dem Rücken liegende Krokodil. Ausgangsposition ist Shavasana, die Rückenlage. Von hier hebe ein Bein etwas hoch und beuge es über das andere und drehe dann die Hüfte zur Seite und den Kopf zur anderen Seite. Und vielleicht erinnerst du dich, es gibt viele verschiedene Krokodilsvariationen, die alle als Kumbhirasana bezeichnet werden können. Etwas, was vielleicht mit dem Krokodil besonders ähnelt, ist, wenn du statt das Knie zu beugen, das gestreckte Bein über das andere gibst und dann die Hüfte heben und dann zur Seite gehen. Auch das ist Kumbhirasana, die Krokodilsstellung. Kumbhira kann sowohl die Bezeichnung sein für den langnasigen Alligator als auch für den Hai. Viele Krokodilsvariationen findest du in der Yoga-Vidya-App wie auch auf www.yoga-vidya.de.